Es war PM. Er hat ihn ja während der Party quasi, also es musste nach 8 PM sein, weil 8 PM war die Party. Das musste danach sein. Weil er quasi während der Party nochmal Drogen geholt hat, um Cage halt unter Drogen zu setzen. Da sind wir. Hallo. Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Auf in die Scheune, okay. Ich muss hier irgendwo was fotografieren. Und zwar das Ding da oben. Ah, Foto. Vögelchen, Foto, Foto. Ha! Das fehlte nämlich noch, das Ding da oben. Jetzt brauche ich noch den Greifvogel. Irgendwann sitze ich heute hinter Gittern, weil ich den Mond sehe und da das Skateboard-Ding. Okay. Gut, das haben wir fotografiert. Dann kann ich mich jetzt in Ruhe hier umsehen. Blech. Bewegen. Okay, da komme ich anscheinend rein. Ich will aber erstmal gucken, was hier sonst noch so gibt. Auto. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Nee, ich glaube auch nicht. Hier Spuren ansehen. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan says, now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Oh oh. Ah, da ist wieder unser Freund das Eichhörnchen. Hallo. Okay, dann nehmen wir jetzt doch mal das Blech da hinten weg. Le Blech ist mein. Bewegen. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Oh, das wird doch schief gehen. Das wird doch schief gehen. Yes, old Prescott clippings. But this tractor has paid its dues. Okay. Noch eine Kiste. So. I guess the Prescotts were just born bastards. Sehr geehrter Herr Mr. Linden, ich schreibe Ihnen im Hinblick auf die ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen Ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen uns daher unseren Familiennamen der Eintreibung Ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht zum 24. Juli im Jahre 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Beste Grüße, MLP. Beste Grüße, ihr mich auch. Okay, da ist nichts. Spuren. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Wow, sir. Talk about home on the range. Okay, rostiger Knopf. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Okay. Hier geht doch irgendwo der Stromkasten rein.
Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than nothing here. Wieso hat gerade mein Controller gewackelt? Was soll das? Heugabel ansehen. If a zombie shows up, I have my weapon. Oh, ist das eine... Da ist da eine Klappe drunter. Just rotting wood. Okay, Haken. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Okay, wo... Oh. Ihr merkt das hier, aber mein Controller, der vibriert die ganze Zeit, wenn ich irgendwo dran vorbeigehe. Ah, the good old days. Eggs, Bacon, Sugar, Coffee, Kokain, Tabakmilch, klar. So, wo ist hier Heuhaufen? So many haystacks, so few needles. So many haystacks, so few needles. Okay, Truhe ansehen. Wo, hier irgendwo muss eine... hier draußen wird gerade Rettungswagen lang. Boden. Such. Wow. What is this? Totally brand new. Why? Okay, Vorhängeschloss öffnen. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Okay. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Okay, kann ich hier... Ich kann mit der Heugabel versuchen, das aufzubrechen. Ich kann aber auch hier anhängen. So. Jetzt muss ich das irgendwie da oben Plattform klettern. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Okay. Alter Motor ziehen. Good. Plattform. Das war falsch. Map. Falsch. Okay. Retour. So, klettern. Sie kommt mal wieder zur Hilfe. Ich muss erst das Band daran festmachen, sonst bringt das nichts. Ne? So, das Cap. Nein! Hallo, Madame. Falsch. Klettern. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, da ist der alte Motor. Ich muss irgendwie, bevor ich daran ziehe, das Band da dran festmachen. Da ist das Band. Wenn ich hier jetzt einfach daran ziehe, bringt das nichts. Ich muss das ja irgendwie festmachen. Dann muss ich erst unten noch was anderes machen. Ich glaube, ich muss erst anders machen. Wie läuft das Ding? Es läuft da lang. Da hängt das da oben. Da ist noch so ein Hayball. Ah, warte kurz. Wo war hier? Ansehen. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Okay, da ist das Ding. Komme ich irgendwie an das Ding da ran? Kiste. Nee, die hilft mir nicht.
Wie kriege ich das hin? Warte mal, hier Heuhaufen. So many haystacks, so few needles. Wie kriegen wir das? Ich dachte jetzt einfach, ich bin da was dran fest und dann kriegen wir das, aber das ist leider nicht so einfach. Ich muss irgendwie an diesen blöden Dings rankommen. Kann ich hier mit der Heugabe, die Heugabe da hochwerfen? Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Try again, Max. Traktor ansehen. Spuren. Wie kriegen wir das hin? Plattform. Was haben wir hier unten noch? Oh, was ist das hier? Old. Old. Wie kriegen wir das hin? There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Hä, Traktor, was haben wir hier noch? Kneifzange, das sieht da gut aus. Ansehen. Damn, those pliers are fossilized. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Okay. Dammit, wie kriegen wir das jetzt hin? Ist draußen noch irgendwas, was wir brauchen können? Nee, ne? Hallo Ramona! Schau mal auf den Heuballen, okay? Heuhaufen. Hier ist nichts drauf. Na Ramona, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr reingekommen? Okay. Ich soll auf den Heuballen schauen. Aber nicht zu viel verraten, ne? Nicht zu viel verraten. Also angesehen habe ich mir die schon zu Genüge. Plattform. Wenn ich da hochkletter, sehe ich dann was? Ach, ich dachte, du kannst die Kiste nehmen. Nee, kann ich leider nicht. Alter Motor ziehen. Ich hätte ja gedacht, ich muss hier irgendwie das... Muss ich den doch erst runterziehen? Dann kann ich hochklettern. Haha. Dann kann ich da nämlich hochklettern. Das ist der... Hakler und Tracken. Der habe ich auch schon überlegt. Nee. Ich kann jetzt hier hoch und jetzt kann ich mir das Seil hier wahrscheinlich schnappen oder so. Seil da ziehen. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns hier irgendwie. Schauen uns hier nochmal kurz um. Oh, Foto. Hallo, kleiner. Kleiner Uhu. Ich habe eine kleine Eule fotografiert. Kann ich da hoch? Das wäre auch geil. Wenn ich da so hochgehen könnte. Hätte was. Jetzt gucken wir erstmal kurz hier. Da. Ah, da haben wir die Eule fotografiert. Jetzt fehlt noch der komische. Das Skelett mit dem Skateboard. Okay. Kann ich irgendwie das Ding daran festmachen oder so? Das Seil ansehen. Here's the other end of the rope. Okay. Was kann ich daran festmachen? Hier ist sowas hier. Da geht nix. Ach, Moment. Jetzt holen wir das Ding wieder hoch. Richtig. Jetzt können wir es nämlich anhängen. Ich mag Eulen. Ja, ich auch. Eulen sind voll süß. So, jetzt können wir nämlich dann den Motor da runterschieben. Ziehen. Oder in diesem Fall. Do not fall. Hauptsache, wir machen alles kaputt.
MacGyver strikes again. MacGyver, genau. MacGyver geht wieder runter. Haha. So, auf geht's zu unserem Secret Lair hier zur Falltür. Öffnen. Damn, this is heavy. What is this? Holla, die Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Oh Mann, das kann ja nur schief gehen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Was hast du denn so Schönes zu Silvester gemacht, Ramona? This bunker is so surreal. Sicherheitstür ansehen. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't. Okay. Fünf, zwei und vier sind irgendwie die Dinger. Probieren wir mal wirklich 5, 2, 4. Oh, think. Wir gehen mal zurück. Guck mal in unser Journal. Habe ich da irgendwo Unterlagen? Donnerstag. Falsch. Donnerstag. Nein, Mann. Okay, ich brauche den Code. War kurz weg, Telefon geklingelt. Ich habe was mit Silvester gehört. Ja, was hast du so zu Silvester gemacht? Das ist 542, sagst du. Stand das nicht oben auch auf diesem einen Zettel drauf? Tatsache. Oh, yes. I thought that only worked in the movies. Open Sesame. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. The fuck? Now what the hell is this? Water supplies. It's like in David's garage bunker. More survivalist supplies. Jesus, Harry, this place. Look at these cans. David must shop at the same store. Brief. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit Ihrem Sohn abbrechen muss, da meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung in seiner Gesundheit und der anderen Personen ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problemen ist Ihnen wohl bewusst, aber ich denke, Sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die Sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne Ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich weiter von der Realität und wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um Beratungsgespräche mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert, also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht mehr benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über die Angelegenheit sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Dr. Jacoby. Außer, dass ich... Ah, du hast die Turnschuhe auf der Pferdeweide ruiniert. Uiuiui. Ja, das ist immer gefährlich. So eine Pferdeweide ist sehr, sehr gefährlich. Das Klebeband, oh Gott. Duct tape in a bunker is always a bad sign.